Ganz allgemein zum Fressverhalten von Hund und Katze, die sind natürlich zwei ganz verschiedene Typen. Der Hund, der ja vom Wolf abstammt, ist mehr so der Schlinger, der frisst also auf einmal möglichst viel. Und die Katze, die ja von der nubischen Falbkatze abstammt, das ist eine, die frisst lieber öfters über den Tag verteilt, auch nachts. Sie hat keinen Tag-Nacht-Rhythmus. Also welche Nährstoffe für Hunde und Katze notwendig sind, das ist eigentlich wie auch bei den Menschen. Wir brauchen Kohlenhydrate, also Zucker, wir brauchen Proteine, Eiweiß, wir brauchen Fette. Wir brauchen, das sind die organischen Bestandteile vom Futter, und wir brauchen die anorganischen Bestandteile, das sind alle Mineralstoffe, wie beispielsweise Calcium, Eisen. Also bei der Fütterung von Junior-, Adult- oder Seniorhunden ist eigentlich zu beachten, wenn man die Nährstoffe wieder von mal zusammenfasst, dass beispielsweise die Energie praktisch von jung nach alt abnimmt. Der Eiweißgehalt sollte sehr hoch sein beim wachsenden Hund. Beim adulten Medium und beim alten wieder niedrig, also auch da wieder eine deutliche Abnahme. Und bei den Vitaminen und Mineralstoffen ist es wie so ein V, kann man sich vorstellen, beim wachsenden Hund relativ viel Mineralstoffe und Vitamine bedarfsdeckend. Beim adulten angeglichen wieder ein bisschen weniger, aber beim alten Hund ist es dann wieder so, dass man die Vitamine in hohen Mengen dazugeben muss, dass der Bedarf fast doppelt so hoch ist. Welches Futter man gibt, kommt wirklich darauf an, was man am liebsten hat. Ob man eben Alleinfutter nimmt oder Alleinfutter sind all die, die man in den Petshops kaufen kann. Oder ob man selber kochen möchte oder eben ob man frisch verfüttern möchte. Das spielt eigentlich in dem Sinn nicht die Rolle. Es muss einfach ausgeglichen sein. Ganz, ganz wichtiges Futtermittel, das Wasser, dass man immer genügend frisches Wasser auch den Tieren zur Verfügung stellt. Bei der Katze auch, wenn es irgendwie geht, Feuchtfutter anbietet, weil sie ihren Wasserbedarf über Futter deckt. Und auch die Hygiene beachtet, das heißt, dass man auch den Napf immer wieder mal reinigt, eben auch da darauf achtet, dass die Tiere praktisch hygienisch einwandfreies Futter bekommen. Was ist das Problem, wenn ein Hund zu dick wird oder auch eine Katze? Bei den Katzen sieht man das eigentlich mit relativ schlimmen Folgen. Das kann zu Diabetes führen, was auch ein sehr, sehr hohes Problem ist, wenn die Tiere zu schwer, zu dick sind, ist, dass das auf die Gelenke drückt, dass es da zu Arthrosen kommt. Man sollte beim Hund die Rippen spüren können an der Seite. Der Hund sollte, wenn man von oben auf ihn schaut, das ist bei Langhaarigen natürlich schwieriger, eine leichte Taillierung zeigen. Und wenn man von der Seite den Hund anguckt, sollte der Bauch so ein bisschen aufgezogen sein.